Innenstadt von Bremerhaven. Diese Aufnahme ist jetzt am Sonntagmorgen entstanden. Da sieht es ja nicht so richtig attraktiv aus, aber okay, es ist Herbst. Kaum Menschen in der Stadt. Die Bäume haben keine Blätter mehr. Ich persönlich finde die Innenstadt also bedeutend besser als ihr Ruf. Aber das soll heute nicht mein Thema sein. Und zwar ein Artikel in der Nordsee-Zeitung. Nochmal zur Nordsee-Zeitung. Oft wird sie ja von der Politik ein bisschen mit Nasenrümpfen gesehen. Das ist nicht richtig, warum nicht? Im Gegensatz zu vielen anderen Städten haben wir ein funktionierendes Lokalblatt. Ich habe es zum Beispiel in Münster miterlebt, wie WN, MZ und immer weiter runtergeschrumpft wurden. Man gab dann einen überregionalen Mantel und packte dann ein paar Lokalnachrichten rein. Den überregionalen Mantel haben wir in Bremerhaven auch, aber was hier die Mannschaft leistet, das ist wirklich phänomenal. Konkretes Beispiel, ganz aktuell eben die ganze Geschichte mit den Koggenbräu. Wie wäre die Geschichte denn gelaufen, wenn Jens Gerke sich da nicht reingehakt hätte und es geschafft hätte, dass auch viele Menschen gesagt haben, okay, wir müssen darüber nochmal diskutieren. Und schaue an, der Investor ist da, hat da reingehakt, hat seine Chancen auch gesehen. Das heißt, solche Kritik muss man auch als Chance begreifen, nochmal von vornherein darüber nachzudenken, was kann ich da weitermachen. So ist es beim Koggenbräu ja auch gelaufen. Aber ohne Jens Gerke, ohne die Nordsee-Zeitung wäre das eben nicht gelaufen, weil die Politik war mehr oder weniger außen vor. Ich habe da nichts gehört. Okay, kommen wir hier Credo der autogerechten Stadt. Das ist also ein aktueller Beitrag in der Nordsee-Zeitung. Eine Besprechung eines Buches von Gabriela Beck. Gehen wir das einfach mal durch. Frau Beck, Sie schreiben in Ihrem Buch, wie wir wohnen wollen. Unsere Städte sind zu voll, zu grau, zu laut. Wie sieht die Stadt aus, in der wir wohnen wollen? Nächster Beitrag beschäftigt sich mit den abgegrenzten Bereichen für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen. Okay, da muss man ein bisschen Hintergrund kennen. In den 30er Jahren haben sich Architekten zu Stadtplaner zusammengesetzt, federführend von Le Corbusier. Das ist der mit dieser Liege, mit dieser Designerliege. Und haben eine Charta von Athen erstellt und da eine Stadt entworfen, deren Funktionen klar getrennt sind. Arbeiten, Wohnen, Einkaufen. Diese verschiedenen Funktionseinheiten wurden dann eben verbunden mit dem Auto. Weil schon früh wurde der öffentliche Nahverkehr, zumindest in Amerika, vom Auto zur Seite gedrängt. Man sieht das schön an alten Aufnahmen auch in Bremerhaven. Wenn man sieht, wie früher, im Historischen Museum gibt es da einige Aufnahmen, wie früher die Stadt aussah. Da gab es Fahrradfahrer, es gab natürlich auch Autos, Mopedfahrer, Fußgänger. Es war sehr bunt, sehr gemischt. Das hat sich geändert. Wir haben heute eine rein funktionale Stadt aufs Auto ausgerichtet, gerade Bremerhaven. Das basierte auf einem Gedankengut aus den 30er Jahren. Das haben die gar nicht böse gemeint. Und zwar muss man sich alte Städte im Ruhrgebiet mal anschauen. Zum Beispiel meine Heimatstadt Aalen. Große Zeche. Und wenn ich von Zeche spreche, dann habe ich noch immer diese Kokerei in der Nase, auch vor Augen. Wenn Koks gestochen wurden, das hat ziemlich gestunken. Das heißt, diese Belastung derjenigen, die dort in der Umgebung wohnten, die war ziemlich hoch. Warum wohnten sie dort? Man wollte früher, das sieht man noch oft im Ruhrgebiet, die Menschen nah an die Arbeit bringen. So sind die Kolonien entstanden. In Aalen ist es eben die Kolonie, das Viertel, was nah an der Zeche liegt. Also wollte man den Menschen was Gutes tun. Es gab so ein Konzept von Gartenstädten und was nicht alles und hat gesagt, okay, wir trennen das, ihr müsst jetzt nicht mehr unbedingt da wohnen, wo dieser ganze Dreck ist oder wo der Lärm ist. So kam eben die funktionale Stadt peu à peu zustande. Wer das übrigens nachlesen will, ich habe im Jahr 2022 auf dem Blog, wie geht es der Stadt, viele Sachen zusammengefasst, wie diese Entwicklung eben zustande kam. Von Jan Gehl über Robert Moses, Jane Jacobs, das ist überhaupt dieser Urstreit, der wesentlich ist, um zu verstehen, wie sich diese Entwicklung
Dann in den Gegenteil gekehrt hat. Robert Moses, wo habe ich ihn denn? Muss ich mal schauen. Ups. Da ist er. Es gibt eine Graphic Novel, die beschreibt, wie Robert Moses New York gestaltet hat. Also über den Straßen durchgezogen. Er hat also funktionierende Quartiere einfach abgerissen, weil er meinte, okay, da bauen wir jetzt mal schnell was Neues, was Besseres, was den Menschen gesünder für die Menschen ist. Aber das war es anscheinend nicht. Und Jane Jacobs war eine Journalistin, die sich gegen Robert Moses gestellt hat, weil er fing auf einmal an, in bestehende Viertel Hochtrassen von Autobahnen drüber zu bauen. Und sie hat viele Leute mobilisiert und man ist dagegen angegangen. Wenn man die Highline in New York heute betrachtet, also das ist diese Hochbahn, die mittlerweile begrünt wurde, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn es diesen Streit nicht gegeben hätte. Und so hat man dann weitergedacht. Die funktionale Stadt war es eben, die Autostadt. Okay, wer Lust hat, kann sich das gerne angucken. Kommen wir zum Artikel von Jens Jerke zurück. Stößt die städtebauliche Vorstellung, dass es klar abgegrenzte Bereiche zum Wohnen, das hatten wir gerade. Also eine Innenstadt muss mehr bieten als nur Wohnen und Einkaufen. Das ist ja auch so eine Sache mit den Fußgängerzonen. Die Fußgängerzonen haben überhaupt nichts mit Fußgängern an sich zu tun. Das sind eigentlich nur Freiluftmalls, Freiluft-Shopping-Center. Man fährt ganz dicht ran an diese Fußgängerzone. In Bremerhaven kann man das herrlich sehen. Und auch an dem Streit mit der Prager Straße, da regen sich ja Leute auf, wenn sie jetzt anstatt 20 Meter 50 Meter laufen müssen. Man muss sich das mal überlegen. Da habe ich relativ wenig Verständnis für. Die Fußgängerzonen sind also so entstanden. Ich führe das Auto ganz nah ran an diese Shoppingmeile ran. Dann sollen die Leute shoppen, ihre Sachen zusammenpacken, wenn es geht, noch mit den Einkaufswagen zum Auto schieben und dann geht es weiter. Das funktioniert zum Beispiel in Bremerhaven gut beim Moin Center. Das ist aber ein abgegrenzter Bereich. Aber in den Fußgängerzonen, da sehen wir die Probleme. Das funktioniert so nicht mehr. Wenn die Läden, der eigentliche Zweck dieser Fußgängerzone ist ja zu konsumieren. Und wenn es da Probleme gibt durch Corona oder eben durch den Onlinehandel, dann bricht das ganze Konzept in sich zusammen. Was jetzt auch passiert ist, das implodierte richtig. Weiter. Sie stellen in Ihrem Buch fest, dass Arm und Reich immer seltener nebeneinander in der Stadt wohnen. Okay, brauchen wir nicht lange zu suchen, wo ich hier wohne, am Neuen Hafen. Das ist ein abgegrenzter Bezirk in Bremerhaven. An der Barkhausenstraße, hier in diesem Bereich, hat man sogar so weit auf die Spitze getrieben, dass das hier eine Gated Community ist. Also der Briefträger muss letztendlich dreimal schellen mit Gesichtskontrolle, bevor er überhaupt reinkommt. Das kann es nicht sein. Ich habe mal versucht, für die Städterkonferenz hier viel mehr Leute von der Barkhausenstraße für Themen zu interessieren, zum Beispiel Rotlaufquartier. Da kam so gut wie nichts. Das heißt, die meisten Menschen hier im Bereich interessieren sich gar nicht für den Rest von Bremerhaven. Okay. Wie wichtig ist es, alle Einwohner, Bewohner in der Stadtplanung zu berücksichtigen? Das ist zentral. Wir kommen natürlich sofort auf Bürgerräte. Die FDP will da jetzt einen Bürgerrat für die Biotonne machen. Das ist natürlich ein Treppenwitz. Bürgerräte sind wichtig, aber nicht nur. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass diese Favorisierung von Bürgerräten an sich mehr schadet als hilft. Warum? Es gibt viele Arten der Bürgerbeteiligung. Parteien sind auch eine Bürgerbeteiligung, natürlich. Wenn Leute sich in Parteien organisieren und dort ihre Meinung diskutieren, ist das auch eine Form der Bürgerbeteiligung. Bürgerräte sind auch eine Form der Bürgerbeteiligung. Es gibt eine Form, die vielleicht am effektivsten ist, die ich in Münster kennengelernt habe, und zwar die kritische Masse. Münster wäre bis heute keine Fahrradstadt, wenn nicht viele Studenten beschlossen hätten, wir fahren mit dem Fahrrad, weil Münster ist keine Campus-Uni, das heißt, die Uni liegt nicht außerhalb der Stadt, sondern mitten in der Stadt und da fährt man eben mit dem Rad, wenn man wenig Geld hat. Und die Masse der Studenten, die hat Münster an sich zur Fahrradstadt gemacht. Das sieht man auch schön in niederländischen Städten wie Groningen. Es sind auch viele Studenten, die da mit dem Fahrrad fahren, es bleibt nichts anderes übrig. Bei Städten mit Campus-Uni, Bochum zum Beispiel oder Bremen, da ist es eine andere Sache. Obwohl bei Bremen, da sieht man den Effekt von Studenten natürlich mit den Fahrrädern auch. Das heißt also, die kritische Masse, Menschen zu bewegen, ihr Verhalten zu ändern, sich anders zu bewegen, ist auch eine Form der Bürgerbeteiligung. Wir müssen alles ausnutzen, was da ist, um die Städte wieder für Menschen attraktiver zu machen. Sie erwähnt hier natürlich die 15-Minuten-Stadt.
Das ist Barcelona, Paris. Grundgedanke, ich kann alles in dem Quartier in 15 Minuten erreichen. Okay, in Bremerhaven kann ich eh alles in 15 Minuten erreichen. Ist jetzt nicht unbedingt das Thema. Die SPD hat ja mal die 2-Minuten-Stadt, glaube ich, propagiert, wollte auf diesen Zug aufspringen. Und es gibt auch die Idee einer 1-Minuten-Stadt. Das heißt, da fängt die Stadt wirklich vor meiner Haustür an. Ist übrigens wichtig, weil ich wundere mich immer, dass die Leute sich so wenig darum kümmern, wie zum Beispiel dieses erste Stück vor ihrer Haustür aussieht. Wie sieht die Baumscheibe aus? Wenn die Baumscheibe bepflanzt ist, dann kacken auch nicht so viele Hunde rein. Also warum kümmere ich mich nicht darum? Mach Patenschaften für diese Baumscheiben. Oder früher kenne ich noch, also meine Mutter hat noch auf der Straße gefegt, weil sie meinte, der erste Eindruck ist immer wesentlich, wenn ich irgendwo reinkomme. Das scheint heute ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein. Man ruft eher bei der Stadtreinigung an und sagt, bitte schickt mal einen Wagen vorbei, der die Straße fegt. Also es liegt auch an uns selber, wie wir Städte gestalten. Gehen wir mal weiter. Ja, Park and Ride Mobilität hat. Okay, Park and Ride, mir ist das immer nach wie vor ein Rätsel, warum beim Maritimen Tagen und wahrscheinlich bei der nächsten Szene, nicht im Bereich der Hexenbrücke ein Park and Ride Parkplatz gemacht wird und die Menschen dann mit einem Pendelbus, kostenfrei, wenn es geht, in die Stadt kommen. Das wäre überhaupt für eine Dauereinrichtung, wäre das keine schlechte Idee. Mobilitätshub, klar. Barkhausenstraße, Schleusenstraße, sollte ein solcher Mobilitätshub entstehen, gerade im Zusammenhang mit der Planung Rüttlaufstraße. Nämlich, wo sollen die Leute denn parken? Klar, da sind viele Firmen, da kommen Leute von außerhalb, die nehmen eben ein Auto und die müssen auch irgendwo parken. Also so ein Mobilitätshub, der wäre sehr wichtig. Wo soll man denn die E-Autos laden? Oder E-Fahrräder? Ja. Einkaufsmeile hatten wir schon gehabt. Der Handel wird künftig auf das Erdgeschoss beschränken. Ja, ist wie, warum? Und zwar einer der Urbibeln überhaupt. Das ist ein Buch von, sieht man's? Jan Gehl, Städte für Menschen. Er hat einfach gesagt, Menschen sind der Maßstab. Wie hoch ich gucke, wenn ich hier meinetwegen durchs Goethe-Quartier gehe, dann interessiert mich doch nicht, wie das Dach gedeckt ist. Ich habe auch nie verstanden, warum dort viele Häuser sind, die perfekt gedeckte Dächer haben, aber im Erdgeschoss sieht es aus, ja, wie Sau. Da zugeklebte Fenster. Das ist doch genau die Sache, die mich interessiert. Unten im Erdgeschoss. Mittlerweile werden ja hier einige Häuser bei mir um die Ecke auch fertig gemacht, aber dieses Erdgeschoss ist wichtig. Und wenn ich eine Ortssatzung machen würde, dann würde ich genau darauf abzielen, dass das Erdgeschoss vernünftig hergerichtet wird. Da gucke ich drauf. Das dritte Stockwerk, das sehe ich doch schon gar nicht mehr. Da hat sich völlig recht. Tja, dann haben wir nun nicht das Thema Starkregen, Hitze, klar. Bremerhaven ist stark versiegelt. Wir müssen was tun. Wir haben mit der Weser, das heißt, das Wasser wird warm, trotzdem Wasser wird wärmer. Und durch dieses warme Wasser werden die Nächte 20 Grad plus nicht sehr angenehm. Sie erwähnten nochmal Bürgerversammlung in Kopenhagen, das hatten wir schon. Tja, das war das Buch. Also es ist einfach zentral. Wie wichtig das ist, sieht man zum Beispiel an der Tagesordnung der nächsten Bau- und Umweltausschusssitzung. Die ist jetzt also am Donnerstag. Da haben wir schon einige Themen. Wir haben also zum Beispiel unsere Schrottimmobilien, einige Bebauungspläne. Interessanterweise habe ich nichts von der Bogenstraße gefunden. Beschlüsse des Landschafts- und Beirats Landschaftspflege und Naturschutz hier vorne. Da findet sich übrigens eine Stellungnahme des Naturschutzbeirates und die sagen eindeutig, lasst die Bäume an der Bogenstraße stehen. Dann haben wir, was haben wir hier? Fortschreibung Lärmaktionsplan Bremerhaven. Okay, das ist wichtig. Ich war ganz erstaunt. Man kann es als PDF hier runterklicken. Dass auch die Barkhausenstraße da eine Erwähnung findet. Und zwar will man jetzt anscheinend doch sehen, dass man eine StVO-konforme Lärmmessung macht. So, ich schließe hier mal einfach ab. Feedback wäre nett, ob dieses Format, ob ich das weiterverfolgen sollte. So, das war's von meiner Seite. Das war's.